einzelnen Orks. Ich weiß gerade gar nicht, wieso ich dieses Brot wegsnacke. Das bringt uns überhaupt gar nichts. Naja, doch, ein bisschen hat es uns doch was gebracht. So, speichern wir gleich nochmal und weiter geht's. So, wir befinden uns im 5. Kapitel und Xardas hat uns jetzt den Auftrag gegeben, dass wir doch mal ins Orklager gehen sollten, mit Hilfe des Ugumulus. BZW, er hat uns eigentlich nur Hinweise gegeben gehabt und wir haben das dann selber so kombiniert. Wir hatten dann mit Hilfe von Urshak uns darum gekümmert. Oh ja, Ork. Aber die einzelnen Orks, die tanzen da immer Friede, Freude, Eierkuchen sich. Deswegen sehe ich das jetzt auch nicht so als die Bedrohung an, dass wir wirklich das Ugumulu benötigen. Das klappt sogar relativ einfach, weil die Orks, das sind ganz einfache Orks. Die bringen uns überhaupt gar nichts. Also nicht so viel an EP und Gegenwehr machen. Das leisten sie auch nicht wirklich. So. It's a little drummer boy. Parapapampam. Auf seiner kleinen Blechtrommel. Parapapampam. Da vorne stehen zwei Orks. Parapapampam. Nee, ich lasse es gleich. So. La 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 la. La la la. Ach so, ja, das ist der sogar Krieger. Die kriegen wir ja auch mit zwei Schlägen. Also unsere Bartaxt ist schon ein schickes kleines Gefährt. Gefährt. Ja, unsere Bartaxt, das ist ein sehr guter Gefährte. Das wollte ich sagen. Das wäre so geil, wenn man da einmal so einen Feuerregen reinhämmern würde und dann auf immer alles tot wäre. Aber ich glaube nicht, das ist dann so... Ich guck mal eben. Hatten wir nicht sogar eine Rolle Feuerregen? Nein! Hatten wir nicht. Wir haben aber hier noch Teleportzauber am Wassermagier. Nee, hat man nichts. Feuerball, ja, pff, nur so. Die Player und das Trommel, parapapam, pam. Ich glaube, wir gehen da erstmal links entlang und dann da durch die vier Orks, um aufzuwärmen. Ja, wir müssen uns ja auch aufwärmen. Ach, komm her, Mann. Zwei Schläge, dann bist du down. Bitte. Auch down. So, okay. Das waren halt drei Schläge. Links, rechts, war vorne. Weil es waren Clankrieger oder Tempelkrieger. Ich habe jetzt gerade nicht ganz genau geguckt. Tempelkrieger. So, gehen wir gleich mal weiter. Ich möchte die Leute nicht looten. Ich möchte nicht wieder jeden anklickern. Das ist mir ein bisschen zu albern. Lassen wir sie liegen. Sollen sich die Rahmen drum kümmern? Hallo? 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 Okay. Ich bin mal gespannt, was die Orks so für Besitztypen haben. Okay, da hätten wir schon mal die Teleporter. Feuerschaden, 100. Feuerring. Da war auf alle Fälle schon mal die Teleporter-Rune drin, Zauberspruchrolle, damit wir uns dann in diesen Tempel teleportieren können. So, hier ist auch noch was. Doch, da ist eine Truhe. Hab ich mich also doch nicht geirrt? Oh, Tränke! Ich mag Tränke. Tränke sind gut. So. Kräuter, ja, wenn wir schon die Tore aufgemacht haben, ne? Gut. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Gut. So viel dazu, ja.
Naja. War jetzt nicht so die Ausbeute, aber immerhin ein paar Tränke und die Teleporter-Zauberrolle, Spruchrolle, die wir eh benötigen. Haha, komm her, Mann. Ich schätze, das sind auch Tempelkrieger. Also, ein wenig größere Gegenwehr ist zu erwarten. Oh, jetzt laufen sie hier, die mit dem breiten Kreuzen, laufen sie sich gegenseitig in den Weg. Okay, jetzt wieder links, rechts. Okay, das war ein normaler Krieger anscheinend. Oder ein Clan-Krieger oder was es alles noch so gibt. Links, rechts, geradeaus. Und der hier auch links, rechts, geradeaus. Hahaha. Gut. Friss unseren Feuersturm. Oh oh. Ich habe jetzt gerade nicht aufs Mana geachtet gehabt. Aber er scheint auch ein bisschen Magie wirken zu können. Wow, wow, wow. So, Mann, einen hätten wir. Kame! Hame! Ha! Ha! Ja? Für die Kinder, die noch nie probiert haben, Kamehameha im Real Life auszuüben, die haben ihr Leben noch nie richtig gelebt. Kamehameha! Ha! Wumm! Da hätten wir's. Haben wir da noch einen? Kame! Habe! Ha! Ha! Wumms! So muss das sein. Gut. Orkschamane. Feuerball. Ja. Die haben alle dasselbe. Oder das gleiche? Hm. Wir werden es rausfinden. So, und so komischen Stab, das ist ein Zweihandstab, gehe ich mal auf felsenfest davon aus. Und ich wette, der ist nicht gerade stärker als unsers. Ne, überhaupt gar nicht. Deswegen wird er auch irgendwo ganz weit unten aufgelistet. Hier ist unter anderem das Ulumulu. Sieht das nicht schick aus? So. Aber brauchen wir nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt da nach oben. Da oben ist auf alle Fälle nämlich diese komische Statuette. Okay. Im Tomb Raider Style kommen wir da nicht ran. Hua! Hua! Und hier auch nochmal hoch. Ah, ne, da kommen wir auch nicht hoch. Okay, dann müssen wir mal uns unserer Sumpfmagie Pyrokinese. Ja. Bemächtigen. Statuette! La! Was war das denn? Hä? Willst du mich rollen? Oh ja, Mann, das ist ja auch geil. Yeeha. Aha. Hatte ich davor gespeichert gehabt? Ja. Hä? Willst du mich rollen? Telekinese.
Ah ja, okay. Die ganze Zeit einfach nur nach vorne drücken, dann kommt sie ganz einfach an uns rangeflogen, bis sie über uns fliegt und dann einfach loslassen. Gut, das hätten wir mal früher sagen können. Ja, okay. Aber ist ja auch egal. Ich glaube, wir brauchen diese komischen Telekinese-Zauber eh nur noch ganz selten. Jetzt muss ich mal was austesten. Und zwar... Hammer. Das ist doch geil. Wenn man Leertaste gedrückt hält, dann bekommt man die Magie-Auswahl. Auch geil, dass ich das jetzt rausfinde. Ey, hier ist mein Thron. Cool, und ein Horn. Kuschfarok. Kuschpak. Kuschurok. Und ein Kuschkarok. Kuschkarok war 75 Schaden schwer. Aber unsere Axt hat irgendwas um die 92 oder 94, wenn ich mich nicht richtig irre. So. Okay, hier ist nichts. Keine ungebetenen Gäste oder sonst ähnliches. Schalter. Bums. Nichts passiert. Doch. Falscher Kabel. Rachestar, yeah. Okay. Anscheinend waren diese Schalter wirklich falsch verkabelt. So. Aha. Okay, das ist wahrscheinlich... Ja, das müsste dann dieses Gitter sein bei diesen... in der ersten Höhle, wo wir drin waren, in der ersten Ork-Höhle, da war ja dieses Gitter auf dem Boden und das ist wahrscheinlich der untere Bereich davon. Da war wahrscheinlich so eine Pipi-Grube, wo sie alle einfach nur noch durchs Gitter gepisst haben, gepullert. Ja. Pissen klingt beschissen, deswegen sage ich lieber mal gepullert. Uriniert. So, das nehmen wir mal auf der neuen mit. Rachestahl 92. Moment. Oh, ist ein Stückchen länger, aber ich bleib trotzdem bei der Axt. Weil wir sind Barbaren. Ah, okay. Und wo brauchen wir jetzt hier den Ork-Zauber? Wir sind doch jetzt schon drin, oder? Irre ich mich. Nee, wir sind drin. Ork-Tempel, yay! Haha, Ladescreen und weiter geht's. Neuer Tagebucheintrag. Licht. Peng. Abgespeichert. Okay, ich hätte jetzt hier eigentlich erwartet, dass hier 30 Orks rumlungern, welche hier ihren Götzen anbeten, aber was nicht ist, kann ja noch werden. So. Hier ist auf alle Fälle erstmal nichts. Also sehr... Das ist das Loch ohne Wiederkehr. Ich weiß nicht, was uns erwartet, aber ich gehe mal davon aus, dass hier nicht gerade Orks auf uns lauern. Obwohl... Eigentlich müssten wir es einfach mal abwarten. Ich gehe erstmal Feuersturm. Das wäre wahrscheinlich leichter. Nämlich Untote vernichten. Das... Ja, also doch. Hab ich doch richtig gesehen. Da war nämlich ein Skelett. Ich habe doch schon die kindlichen Wahn gesehen gehabt. Kapusch.